Los. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu mir auf meinem Kanal. Ich bin der Chris, schön, dass ihr da seid. Das ist Part 2 der neuen Sets. Wir gucken uns das Storybook Nursery Set an. Hier live auf Twitch, wenn ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das ja gerne tun. Unten findet ihr den Link in der Infobeschreibung. Und wir schauen uns jetzt das wundersame Kinderzimmer-Set an. Wir gucken mal, ob wir da... Ah, seht da, wir haben hier... Oh, wie süß! Oh no! How cute is that? Oh. Oh, okay, das ist süß. Das ist endlich meine schöne Tapete. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber das ist nicht so eine knallige, bunte, quietschige, wo dir, weiß ich nicht was, entgegenspringt. Das muss ich halt wirklich sagen, das ist eine ultraschöne Tapete. Finde ich, passt nicht nur in ein Kinderzimmer, sondern könnte man auch in einem Wohnzimmer verkleiden, eine Wand, oder in einem Schlafzimmer könnte man das auch nutzen. Finde ich richtig, 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 richtig schau. Mehr Fototapeten, bitte, in so einem Stil. Nicht so übertrieben oder so, dass dir die Augen wegfliegen oder sonst irgendwas. Okay, es wird dunkel auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Kinderwagen. Eine Wiege haben wir bekommen. Holy shit. Eine neue Wiege. Oh mein Gott. Guckt euch die Details an, Chat. Die Details. Leudis, was ist denn hier los? Wie viele Swatches? 12. Oh mein Gott. Das ist süß. Gibt mir aber tatsächlich, ich bin ehrlich, Vampire Vibes. Gibt mir tatsächlich Vampire Vibes. Gibt mir... Hier Barockstil, ein bisschen Dark Vibes, aber süß, auch mit den kleiner Abzug, EA, warum ist die Schleife nicht echt? Das ist ein kleiner Abzug, gefällt mir jetzt nicht ganz so, gebe ich ehrlich zu. So, das sind die Farbvarianten. Okay. Ich finde diesen Kontrast so mega krass, ne? Du hast die dunklen Farben, die ja nun sehr knallig sind mit den Verschnörkelungen. Und dann hast du die Pastellfarben, die einfach fast alle gleich aussehen. Wisst ihr, wie ich meine? Die dunklen einfach richtig pompös. Und die hier sehen fast gleich aus und so einfach nur so, ja, wir haben es zwei Farbvarianten höher gemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Würden super mal Mittelalterspiel passen. Oh ja. Wir haben auch ein neues Bett bekommen. Erbstück Gitterbett haben wir auch. Oha, wie viele? 3, 6, 9, 9 und 4 sind 13, ne? 1, 2, 3, 4. Die hellen finde ich richtig schön, die dunklen sind nicht so meins. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob das Dunkle so meins ist. Wenn tatsächlich eher nur das rein Schwarze oben. Weil ich finde, das mit den Schnörkeln ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Wisst ihr, wie ich meine? An die Addams Family. Genau, so ein bisschen an, sag schon auch an, hier, wie heißt denn die Serie auf, Netflix? Wie heißt sie denn, wo jetzt bald die zweite Staffel kommt? Die ist auch von der Addams Family, wie heißen die? Mit den schwarzen Haaren. Wo alles schon mit Jenna Ortega, wie heißen die? Mein Gott, Chris und Namen. Wednesday, dankeschön. Wednesday, danke. Chat einfach wieder schlau hier unterwegs. Oh, hier liebe ich aber das Detail, muss ich sagen. Bei dem Hellen. Hier mag ich das.
Die hier finde ich richtig schön. Mit 3R, genau. Die finde ich richtig schön. Die auch tatsächlich. Hier verstehe ich nicht, warum hier hinten das so verschieden wie der Kuddelmuddel ist mit den Mustern. Das ist ja hier auch nicht, oder? Nee. Schade. Weil das hier in Rosa und in Blau finde ich richtig cool. Schaukelstuhl gibt's, ein neues Bett gibt's. Wir haben, oha, wieder so viele. 3, 6, 9 und plus 4 sind wieder 13. 13 Betten haben wir. Neue. 4. Ich denke mal, das werden die gleichen Farbswatches sein wie bei den anderen. 8. Hallo Jackie, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? 12 und 13. Aber könnte natürlich ja auch sein, Leute, dass es das alles jetzt auch gerade so ein bisschen sich auf das neue Expansion Pack konzentriert, da wir ja damit Leben und Tod spielen werden. Was auch immer uns da erwarten wird, vielleicht sind es schon so kleine Richtungen, dass man das dort auch hätte gut verwenden können. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Dankeschön. Das ist ein Kleinkinder. Unterstützt Kleinkinder. Ich denke mal, Storybook Nursery ist alles fürs Kleinkind. So, Schaukelstuhl haben wir auch einen neuen. Sogar mit Decke. Werden wahrscheinlich wieder 3, 6, 9, wieder 13 sein. Ob sich die Kinderbetten wieder umbauen lassen, wie meinst du das? Also, dass wir sie zu Erwachsenenbetten machen können? Ich glaube nicht, oder? Das Bett ist cool, ja. So, hier haben wir wieder einen über. Ich glaube auch, dass sie da mehr Varianten reingemacht hätten. Vom Säugling zum Kleinkind. Ach so, meint ihr das hier hinten, das Bett, dass man die umbauen kann, denn zu denen? Ja, finde ich okay, den Schaukelstuhl, aber weiß nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Unterstützt Säuglinge. Drei, sechs, neun. Hier haben wir nur 12. Ja. Ich finde, es sieht halt aus wie eine Ravioli. Das Kissen. Das sieht halt wirklich aus wie eine Ravioli. Oder? Das ist Ravioli-Kissen. Die Kissen hätte ich gerne als Extra-Bett gehabt. Ja, bin ich ganz bei euch. Das hätte ich auch gerne so gehabt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Leute, ich weiß nicht, ob ich auch so mit den Farbvarianten so zufrieden bin. Ich weiß es nicht, ne? Also hier finde ich das okay mit den Farbvarianten. Ich weiß aber nicht für mich selber, ob ich das mag. Erstens, dieses Extreme von dunkel auf Pastell. Und ich weiß nicht, ob ich diese Schnörkelis mag. Also hier ist es okay. Hier ist es okay, aber ich weiß nicht, ob es zum Beispiel bei dem Stuhl mich hier stört. Oder auch hier hinten. Also hier ist auch okay bei den Betten, bei denen hier. Aber hier hinten bei den Wiegen, das ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Gebe ich ehrlich zu. Ich finde diese Farbkombis
passen irgendwie nicht so zusammen. Für mich jetzt, also für meinen Geschmack. Wenn ich das ein bisschen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich würde nur das Helle benutzen. Ich weiß es halt nicht, ne? Die Wagen sehen auf den ersten Blick vom Weiten aus wie Kinderwagen. Die wiegen? Ach so, ja, die sehen auch wirklich so aus wie Kinderwagen. Ja, könnte tatsächlich ein Kinderwagen sein, gebe ich dir recht. Ich dachte es actually am Anfang auch, dass es so wäre, aber es ist eine Wiege. Aber ja, sieht aus wie ein Kinderwagen. So, schauen wir uns mal das nächste Objekt an. Wir haben hier opulentes Wandregal. Haben wir auch wieder 12 Stück. Jupp, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier wird wieder das gleiche sein. Ich weiß nicht. Ja, die Sachen, die gehen, die finde ich in Ordnung. Aber mit den Schnörkelis, da muss ich. Weiß ich nicht. Bin ich auf eure Meinung geschreibt? Schreibt mir sie gerne mal in die Kommentare oder auch hier in den Chat rein. Vom Verwendungszweck sind sie eher gering. Ich sehe es irgendwie nur bei okkulten Sim. Ja. Ich finde, das Auto ist sehr okkultlastig. Opulenter Kleiderständer. Haben wir auch 12 Stück wieder. Zu Vampire passt es mega. Okkult-Challenge sehe ich da drin zu 100%. Oder wenn wir jetzt die irgendwas da mit den Sensi bekommen, also mit dem Sensenmann, sehe ich das voll, das Set. Aber so, ich wüsste nicht, ob ich mir so ein darkes Ding erstellen würde, weil das mir auch so ein bisschen zu königlich ist. I guess. Ja. Ich finde es schon so ein bisschen. Kann man das königlich nennen? Kann man, ergibt es Sinn? Storybook deutet darauf hin, dass man das mehr so Märchen ist. Ja. Ergibt Sinn. Dieses Erbstück von der Uroma. Den Kleiderschrank finde ich aber eigentlich süß. Vor allen Dingen auch hier mit der Tasche an der Seite. Das ist cool. In den Pastellfarben finde ich das auch in einem normalen Raum oder Haus richtig süß. Auch mit dem Teddy hier oben, der hat mich ja schon bekommen. Es ist halt eben so, wisst ihr, wenn Kleinzeana Dailies machen muss, so sieht sie halt einfach aus. Dann so. So, stell es mir vor. Ja. Also das Helle mag ich tatsächlich. Das Fliederfarbene hier hinten auch noch. Oh, ich habe ein Video gemacht. So, kommen wir zur Gitarre. Hallo Gasolina, schön, dass du da bist. 2, 4, 6, 8 Stück haben wir. 8 Gitarren. Die sehen wiederum cool aus. Guck mal hier mit dem Totenkopf drauf. Hat schon was, oder? Die ist cool. Die Gitarre. Die kann man sich geben. Die finde ich nice. Das ist eine coole Gitarre. Die ist halt so rockermäßig. Dankeschön. Cell ist für ein Prinzessinnenzimmer, oder? Oh, das Bunte sieht cool aus. So. Die sehen cool aus hier unten, die Farben. Ja, auch mit diesem Rot und so, mit diesem Highway to Hell. Das fühle ich. Das sieht nice aus. Für eine Metalband, ja. Vier, acht. 14. Ach so, das ist Base Game. Le Ach stimmt, ich habe was vom Base Game noch runtergeladen. Stimmt, das ist Base Game. Das hat er mir angezeigt, dass man beim Base Game Dingsbums
Ja, ich habe kein irgendwie so ein Rocker-Ding, auch und ein Outfit oder so. Sorry, das Space Game gehört nicht mit zum Set. 4, 8 plus 6 sind 14, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich sehe gerade. Danke für die Info. Aber gut, dass bis jetzt nur die Dinger da kamen. Sind 12, 14. Dankeschön, Robert. Thank you. Thank you. Woran erinnert mich denn dieses Muster? Das hatten wir doch auch eine Tapete letztens bekommen, oder? In dem Stil? Bei Verliebt, oder? War bei Verliebt nicht so eine Tapete mit dabei? Mit diesen komischen Fächerdingern? I guess, oder? Ich finde dieses Federoptik voll geil. Warum haben sie davon nicht mehr gemacht? Die finde ich viel besser, das Motiv, als die hier. Wisst ihr, wie ich meine? Das gefällt mir richtig gut hier. Finde ich besser als das. Ja, ist eine Gardine, ne? Ich finde Gardinen in Sims eh nicht so pralle. Gebe ich ehrlich zu. Ja. Was haben wir hier? Eine Windeltasche, okay. Ah nee, wir sind erst bei der Lampe, sorry. Traumland Mobile. Oh, das könnte gut werden. 2, 4, 6 plus 3 sind 9. Oh, das ist süß. Guck. Okay, das ist süß. Das ist süß. Gebongt. Kaufen wir, nehmen wir. Gehört uns. Einmal bitte in den Warenkorb. Dankeschön. Danke. Das ist süß. Kommt. Oder? Das ist cute. Die Folge finde ich jetzt ganz okay, aber ich finde es schade, dass wir nur eine Version haben. True. Aber das ist süß. Ich überlege gerade, wir haben schon lange nicht mehr Babys gespielt, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir in unseren Challenges bald mal ein Baby bekommen. Doch, das finde ich süß. Das ist ein schönes Objekt. Das Bild macht mir actually ein bisschen Angst hier. Weiß ich nicht. Der Ballon ist in 3D, ja. Da kann man eigentlich gleich, eine Story drüber machen. EA hat es geschafft, einen Ballon in 3D zu machen. Nach dem Fail mit dem Partyset. Was immer noch eine Beleidigung gegen alle Luftballons dieser Welt ist. Oh, das Schöne ist, dass hier immer ein unterschiedliches Kind drin ist. Das finde ich süß. Aber irgendwie gibt mir das ein bisschen Horror-Vibes. Ich weiß nicht warum. Hallo Sprossi, schön, dass du da bist. Nicht beim Friseur, ich habe es selbst gemacht. Das gibt mir irgendwie Horror-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Das ist so, wenn ich in so einem Haunted House bin, bist du dann kippt auf einmal der Bilderrahmen rum. Irgendwie ist es so. Ich habe Angst, so nach dem Motto. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ist süß. Frage ist nur, was ist, wenn mein Baby nicht so aussieht wie auf den Dinger, auf den Bildern hier? Wisst ihr, wie ich meine? Was ist, wenn mein Kind nicht so aussieht? Oh, die Windeltasche ist schön. Ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich würde kein fremdes Baby. Nee, eben. Würde ich auch nicht machen. You look hot and you look hotter, my girl. How are you? Schön, dass du vorbeischaust. What's poppin', Ghoul? What's poppin'? Aber das wird morgen noch ein bisschen. Warte, ich mach. Das wird morgen noch ein bisschen heller. Mach morgen noch weißblond.
Ich musste nur meine Kopfhaut ein bisschen Ruhe gönnen, weil die hat mich gestern ein bisschen gehasst. Die fand das nicht so geil, dass wir hier so auf einmal so eine Experimente gemacht haben. Die dachte sich so, ja, Bruder, was ist jetzt auf einmal los? Nee, fühlen wir jetzt gerade nicht so. Ich sehe aus wie ein Gott. Vielleicht nur um die Haare. Körperlich nicht so. Körperlich nicht so, aber danke. So, wir haben hier Windeltasche. Finde ich gut, dass man auch sieht, dass hier einzelne, also es sind richtige 3D-Sachen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Ich finde die Flasche, die da vorliegt, so ein bisschen komisch. Aber ja, ist Geschmackssache. Aber ja, ist okay. Ist okay. Wir haben einen neuen Text. Plüschteppich, Schlafenszeit. So, wie viele Swatches haben wir? 2, 4, 6, 12. Okay, wir haben 12 Swatches. Dann platzieren wir 1, 2. Ach, der hat bestimmt wieder diese Muster wie oben, oder? Nee, dann werden mir nicht alle gefallen, gebe ich ehrlich zu. Wenn wir da jetzt gleich hier die komischen goldenen Schnörkel und so drauf haben, fühle ich denn nicht so. Ne? So. Nee. Nee. Also ich glaube, ich bin kein Fan von den. Nee. Nee. Der ist süß. Der ist auch süß. Der ist noch süßer. Der ist okay. Und der auch. Also die hellen Farben mit den Tierchen, das ist cute. Die finde ich sehr süß. Ja, doch. Die hellen sind süß. Aber die dunklen, das ist halt nicht meins. Da bin ich nicht so. Also da muss man schon in den passenden Stil bauen, so schlossartig und so weiter und so fort. Also Prinzessinnen-like. Aber die hellen sind cool. Die hellen gefallen mir. Hier haben wir clowntastischer Baldachin. Das kann man ja übers Bett machen. Weiß ich auch noch nicht, ob ich da so ein Freund von bin. Weil mir das auch einfach zu bogig ist. Zu Prinzessinnen. Also zum Vampir, wenn du so eine reiche Vampirkönigin bist. Oder ein reicher Vampirkönig und du bist so eine reiche Vampirstochterprinzessin. Da fühle ich das schon. Da sehe ich das auch. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ihr merkt schon, ich bin, glaube ich, nicht so ein Fan von dem Pack. I guess. Glaube ich, das ist halt nicht so meins. So, was wolltest du immer in deinem. So, ey, wenn es danach geht, hätte ich auch gerne das Bett aus von Damon aus Vampire Diaries, wo er dieses Himmelbett hat mit diesen schweren weißen Vorhängen. Das fühle ich da auch voll. Aber ich weiß nicht. Und ihn drinnen in dem Bett. Das wäre auch ganz nett. Das Grün, ja, das Grün ist, meinst du das Grün oder das? Ich finde tatsächlich, das ist hier mein Favorit, diese Farbe hier, ne? Mit diesen Dings. Das ist mein Favorit hier mit den Federn. Das finde ich süß. Dann nehme ich Klaus oder Elijah. Nicht, nehme Klaus und Elijah. Das ist auch okay, das ist auch okay. Die Pastellfarben, mir gefallen halt einfach die dunklen nicht. Aber das ist halt actually. Das ist halt Premium, ne? 2, 4, 6, 8. Das ist halt einfach Premium. Das ist der beste Artikel aus dem ganzen Pack. Das ist halt. Das ist es. Leute, ich möchte alle Varianten haben. Mein Gott. Es ist ein Waschbär. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, guckt es euch an. Oh mein Gott, wie süß kann ein Kuscheltier. Oh! Süß. Aber der hat keine Augen. Ist das ein Faultier? Das ist ein Faultier, oder?
Ich werd weg. Das ist einfach das beste Objekt ever. Ich lieb's. Ich lieb's. Das ist richtig süß. 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 3, 6, wieder 12. Oh, die Lampe ist auch süß mit dem Lama. Die Lampe ist süß. Mit der gehen wir mit, oder? Ja, auch wenn die ein bisschen Oma aussieht, aber ja, ist okay. Die dunkelgrüne ist schön. Dunkelgrün ist schön. Ist, ey, voll an Zumania, oder? Mich hat es auch übelst an Zumania erinnert. Ja, das dunkelgrüne und das graue ist schön. Damit gehe ich mit. Das finde ich schön. Ja, das ist süß. Dann haben wir hier eine altmodische Warenkiste. Oh, die ist aber auch süß. Haben wir auch wieder 9, 12 Swatches. Es gibt auch eine Bella-Katze beim Plüschi. Flash, blitzschnell und fresh. Weg. Nein. Sieht so aus, als ob der Bär im Gefängnis ist. Ist es eine Sense? No way. Ist da wirklich eine Sense drin? Kann nicht mehr. Leute, das ist aber, weiß ich nicht, ob das so ein Spielzeug ist für Kinder mit einer Sense da drin. Hör mal. Mit dem Augen zudrücken könnten wir eventuell denken, das ist ein. Das ist eine Flagge. Aber es soll eine Sense sein, oder? Weiß ich nicht. Aber es ist süß, aber weiß ich nicht. Ist ein Wimpel. Aha. Aha. Okay. Gott, die sind im Gefängnis. Hilfe, hol mich hier raus. Ich bin ein Teddy, holt mich hier raus. Ja, okay, das ist schon süß. Das ist schon süß. Hat es auch wieder 12 Swatches? Ja. Ja, aber das deutet alles ein bisschen hin auf Sensi, ne? Das deutet alles ein bisschen hin. Ey, imagine, stell mal vor, Sensi wird playable. Stell mal vor, du machst Sensi und du bist, hast die Sensenmann-Karriere. Du musst halt Leute über den Jordan bringen oder so. Oder abholen, wenn sie gestorben sind. Mein Sohn hatte damals für sie eine Halloween-Kostüm mit Sense. Ich hab's geliebt. No, hallo Onata, schön, dass du da bist. Den Wickeltisch finde ich, by the way, richtig schön. Das ist ein schöner Wickeltisch. Den mag ich. Der sieht nice auch. Auch hier unten mit den Objekten gefällt mir sehr gut. Liebe ich. Antike Klötzer. Einfache Klötzis. Oh, guck mal, da sind auch die verschiedenen. Sind da die verschiedenen Tiere drauf? Bitte. Sei nett, Spiel. Sei nett, Spiel. Kannst du jetzt. Oh mein Gott, kannst du jetzt nicht. Aber ich raste aus, ne? Okay, ist mir jetzt egal. Wir machen einfach so. Stellen es einfach nochmal hin. Dann haben wir jetzt in 50-facher Ausführung oben die eine Farbe. Und dann halt, ne, die andere. Die Klötzis sind aber süß. Die finde ich süß, die Klötzis. Ja. Die sind cute. Also Sensenmann-Karriere kann ich mir nicht vorstellen, eher Bestatter und Friedhof sowas. Aber ich hoffe, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Es wäre auf jeden Fall sehr schön, muss ich sagen, wenn wir als Ereignis oder als Veranstaltung eine Beerdigung machen könnten. Dass es KI geben soll, habe ich noch nichts von gehört.
Solange EA da nichts bestätigt, ist das für mich alles nur Gerücht. Und da gebe ich selten, selten was drauf. Das ist auch, glaube ich, süß. Das ist, glaube ich, auch süß. Das sieht aus, ich finde, der Teller unten sieht halt aus wie vom, okay, ich muss jetzt das richtige Wort sagen, vom Schokokuss. Wie ein Schokokuss unten, wenn man den umdreht. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, so sieht der Teller unten aus. Koba, was geht? Danke für dein Lurky. Vielen, vielen, vielen Dank. Hier sieht halt aus wie ein Schokokuss. Das Geriffelte. Aber ja, das ist ein schönes Ding. Auch hier mit dem Plumbob dran finde ich süß. Mag ich. Auch mit dem Zwerg hier dran. Jetzt mag ich was Süßes. Toll, ich habe so Hunger, Leute. Hier haben wir nochmal eine Komodi. Eine Waffel. Hallo Kutani, schön, dass du da bist. Waffel war das Wort. Dankeschön für deine erste Nachricht. Vielen Dank, herzlich willkommen bei uns. Eine Waffel. Schokokuss habe ich ja überhaupt noch nie gehört. Doch, das heißt so. Und das andere darf man ja nicht sagen. Schokoküsse heißen die doch, oder? Die heißen doch so Schokokuss, oder? Ein Eis noch. Geil. Ich kann Schokomuffins anbieten. Kommt Ciana hier gleich um die Ecke. Mit einem Schokomuffin. Ich werd welk. Einfach mit einem Schokomuffin um die Ecke. Schokoküsse, oder? Mango-Sorbet. Oha, das ist auch geil. Mango-Sorbet. Das ist schon geil. Aber das sieht auch ein bisschen süß aus, oder? Das ist wieder so ein bisschen, das erinnert mich an Schön und das Biest. Oh, guck mal, Leute, wir haben ein neues Puppenhaus. Ah, wie groß auch wieder. Aber guck mal, wie schön. Von vorne sieht es ein bisschen aus hier wie das Charmed House. Süß. War richtig geil. Ja, das glaube ich dir. Das ist das Goth House. Ist es das von den Goth? Von den Goth? Seht ihr, es ist angelehnt an The Vampires. Ja, guck mal von vorne. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe wieder einfach 12 Dinger platziert, obwohl wir gar nicht 12 haben, aber es ist okay. Das macht ruhig. Das ist vollkommen okay. Ich finde den Brunnen hier unten auch oder den See hier unten sehr süß. Ach, sogar mit den Bäumen hier unten süß. Ach, auch mit dem Friedhof hier unten dran, lol. Gut. Ich finde ja das Objekt hier ganz nice. Ist es eine Lampe? Das ist eine Lampe, ne? Ja, sie sieht nice aus, aber ich muss kurz meckern. Ganz kurz. Müssen wir mal das festhalten. Worüber meckere ich jetzt? Warum keine 3D? Warum? Warum? Das Einzige, was 3D ist, ist, glaube ich, die Kette. Warum? Aber so an sich ist es eine coole Lampe.
Bücherschrank. Drei, sechs, neun, zwölf. Jetzt haben wir wieder 12. Mit Ge Bella Gothner, oder? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das ist die, ne? Ja, also es ist schon sehr Gothic angehaucht, ne? Das ist schon Pack für die Familie. Aber er schaut, tatsächlich dachte ich auch am Anfang, Cory, das wäre ein Kühlschrank. Ändert sich die Goth? Nee. Und dann haben wir noch ein letztes. Was ist das? Hä? Was ist das? Ach so, das muss man dann unten. Ach so. Ah, lol. Guck mal hier. Ah. Okay. Ach, da kommt es rein. Lol. Okay. I see. Ah. Hier. Guck mal, wir haben hier so eine kleinen Anhänger-Dinger zum Ranhängen. Ja, das musste jetzt ja auch erstmal einer rausfinden. Aber das ist schon wieder süß. Vor allen Dingen ist es nicht 3D. Das liebe ich. Also es ist 3D, so rum. Oh doch, das sieht so in der Farbe, sieht süß aus. Ja, doch ein bisschen ganz leicht gewölbt. Ganz leicht. Müh. Müh. So. Das war das Nursery Kit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr euch das Set holen wollt, gebt gerne meinen Creator-Code ein ChrisTheArrow mit 3R. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Pack-Review. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir das gerne hier unten rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Bis dann.